Hallo ihr Lieben, heute gibt's mal wieder ein super, super, super schnelles, leckeres Gericht. Wir brauchen gar nicht viel dafür. Wir machen heute diese leckeren Caprese-Schnitzel mit Pesto-Nudeln. Wirklich super einfach gemacht und auch echt schnell fertig. Perfekt für den Mama-Alltag. Wir brauchen dafür Hähnchenschnitzel, dann Öl. Wir haben da Kokosöl, dieses Palmin benutzt. Salz und Pfeffer brauchen wir, Tomaten, Mozzarella und dieses grüne Pesto und natürlich noch irgendwelche Nudeln. Dann geben wir erstmal unser Öl in die Pfanne. Das Kokosöl gibt dem Hähnchen einfach einen leckeren Geschmack, aber das müsst ihr gar nicht benutzen. Dann waschen wir unser Schnitzel erstmal ab und würzen es danach mit Salz und Pfeffer. Wenn wir das haben, kommt die Gewürzeseite nach unten direkt in die heiße Pfanne. Dort darf es ein bisschen brutzeln, aber wirklich nicht lang. Also es muss nicht braun werden. Es reicht, wenn es wirklich nur leicht weiß wird außenrum. Das Ganze kommt dann nämlich nochmal in den Ofen, also wirklich nur kurz. Die Ungewürzeseite wird nochmal gewürzt und in der Zeit, in der es noch ein bisschen brutzelt, könnt ihr schon mal euer Mozzarella und die Tomaten schneiden. In Scheiben. Unsere Schnitzel holen wir dann auch schon aus der Pfanne und geben sie direkt in eine Auflaufform oder in so eine Ofenschale, muss auf jeden Fall ofenfest sein. Da auf das Fleisch geben wir dann einen Teelöffel von unserem Pesto, was ihr natürlich auch selber machen könntet. Da oben drauf kommen dann die Tomaten und das Mozzarella. Der Mozzarella? Ich weiß es nicht. Das Ganze kommt dann bei 200 Grad ab in den Ofen. Das muss auch nur so lange rein, bis Daddy das Mozzarella geschmolzen ist. In der Zeit können wir unser Nudelwasser aufsetzen, geben unsere Nudeln rein, kochen die ganz normal nach Packungsanweisung und können die dann auch schon abgießen und unser Pesto dazu geben. Zuletzt müssen wir natürlich unser Fleisch wieder aus dem Ofen holen und dann kann das Ganze schon angerichtet und aufgegessen werden. Es ist so simpel, aber so, so lecker. Wir hatten Lucis Verwandte bei uns und haben das gemacht und die waren wirklich alle begeistert von dem Fleisch. Also ich kann euch nur ans Herz legen, es mal nachzumachen. Läuft euch auch gerade das Wasser im Mund zusammen? Also ich könnte mich wirklich direkt wieder in die Küche stellen und das zaubern. Ich bin so begeistert davon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir sehr gerne einen Daumen oben da. Und wenn ihr es nachmacht, schickt mir sehr gerne ein Bild oder eine Nachricht. Das ist wirklich das größte Kompliment, was ihr mir geben könnt. Ich freue mich immer riesig über euer Feedback. Dann setze ich euch jetzt das letzte Koch- und Backvideo nochmal in die Infobox und auch das letzte Video allgemein und freue mich, wenn ihr da nochmal reinschaut und auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, tschüss!